Ist Lufthansa selber schuld an den Krisen an den Flughäfen? EU-Verordnung 261/2004 und der schlechte Ruf von der Lufthansa. Lufthansa verliert einen Stern bei Skytrax. Wir müssen über diesen Elefanten im Raum ganz klar reden. Austrian Airline erhöht in diesem Kontext die Ticketpreise und wir haben einen Dealzone Alert von Lufthansa in der Business Class nach Abu Dhabi. Ja, das darf ich vorschlagen. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Geht los. Geht los. Mario Hoffmeister? Lars Kosten. Nee, da. Ja. Wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Auch in der heutigen Folge Lufthansa Update, ihr merkt es, gehen wir Themen an, die etwas kontrovers sind. Warum? Ganz einfach, weil die Zeiten am Flughafen hart geworden sind, also merkwürdig. Nichtsdestotrotz unterstützt uns. Wir danken euch nochmal, dass ihr uns geholfen habt, über die 2000er-Hürde zu springen. Das nächste Ziel sollte sein, Mario, was wollten wir als nächstes Ziel machen? 2500. 2500 ist die nächste Parole. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, denkt dran zu kommentieren und ganz, ganz wichtig, uns ein Like dazulassen. Das erste Thema Lufthansa. Die Gründe, die man anführen kann, warum Lufthansa schuld an dem Massaker an den Flughäfen im Moment ist, ist in meinen Augen relativ glasklar. An den Flughäfen herrscht einfach Chaos. Wenn man sich die Berichterstattung anguckt, Düsseldorf Flughafen, 1500 Leute stranden und dann hast du da irgendwie, wie viele Leute sitzen? 2 Leute von Eurowings. Ja, hurra. Also ich meine, das kann es ja jetzt nicht sein. Dadurch, dass das noch nicht mal Leute sind, die wirklich von Eurowings sind, sondern irgendeine outgesourcete Geschichte, sind das arme Leute. Und ich finde es halt auch teilweise schade, dass diese einfach bespuckt werden oder sonst wie malträtiert werden, weil die können einfach nichts dafür. Die sind einfach Opfer. Und Lufthansa ist halt einfach in meinen Augen daran schuld. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Eurowings ist halt die Billigtochter, da hast du halt billig gekauft, kriegst du auch nur billig. Ja, problematischerweise sind die Preise bei Eurowings gar nicht so billig. Und natürlich sieht man das auch bei der Sicherheitskontrolle und so weiter, aber das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist wirklich, wenn es um Ticketing-Fragen geht, wenn es um Fragen geht beim Check-in und auch Fragen bei der Abfertigung des Boardings. Das ist alles Lufthansa-Problem. Also insofern, Mario, was sagst du dazu? Ja, du hast völlig recht. Es kann ja nicht sein, wenn dort die Luftfahrtgesellschaften wissen ja, wie ausgebucht ihre Flüge im Vorfeld sind. Das bedeutet ergo auch eine bestimmte Anzahl an Fluggästen, die einchecken müssen. Das ist ja nicht völlig unbekannt, wie viel dort kommen. Und insofern muss dann natürlich entsprechendes Personal vorgehalten werden. Oder man muss es halt so machen, dass man die Flüge einfach nicht stattfinden lässt, um ein solches Chaos zu vermeiden. Was natürlich auch wiederum nicht im Sinne des Kunden ist, aber es ist immer noch besser, als wenn du dort stundenlang stehst, deine Koffer nicht aufgeben kannst, dein Ticket gegebenenfalls nicht bekommst und dann nochmal stundenlang an der Security stehen musst. Und das summiert sich denn dazu, dass du am Ende deinen Flug nicht bekommst. Und das ist eine unmögliche Situation. Und für das Chaos am Flughafen, du hattest das Thema ja schon und wir auch. Ja, das ist halt eine Summe von verschiedenen Dingen. Aber der Leidtragende sind wir, die Passagiere. Und das ist so in der Form eigentlich nicht mehr hinnehmbar. Also ich bin der tiefsten Überzeugung, dass es in der Tat nicht mehr hinnehmbar ist. Ich meine, Schlangen in Köln-Bonn gemessen in 1,5 Kilometern, das hört sich ja fast schon so an wie im WDR, wenn man über den Staufunk kriegt. Ab jetzt geht es nur noch über Staus, die 1 Kilometer lang sind. Also ich meine, es kann doch echt nicht wahr sein. In Düsseldorf, Leute rennen durch die Halle und finden den Anfang der Schlange nicht. Auf RTL haben sie irgendjemanden gefunden, der sich in der falschen Schlange angestellt hat, 2 Stunden lang wieder anstellen muss. Ich meine, man lacht darüber, aber auf der anderen Seite, wenn man selber so ein Opfer ist, ist man wenig gewillt, darüber zu lachen, weil es einfach keinen Sinn und keinen Verstand bringt, was da passiert, zumal weil die Leute ja auch rumgetrieben werden wie bekloppt. Ja. Was mich auch interessiert an dieser Stelle ist einfach, haben die Fluggesellschaften das kommenden Auges gesehen, in Kauf genommen,
weil du sagtest, ja, da müssen die Flüge stornieren. Lufthansa hat ja massiv Flüge storniert. Ja. 2200, davor 1000. Heißt also, man hat da 3000 Flüge storniert. Natürlich muss man das ein bisschen relativieren, weil es über den Zeitraum von 6 Wochen oder sowas ist. Dann ist das natürlich teilbar durch die Tage. Dann ist das nicht mehr ganz so viel. Aber trotzdem, wenn Flüge ausfallen, hast du es ja auf einmal, dass auf einem Flug sind 200 Leute. Rechnen wir das einfach mal durch. 2 Flüge fallen aus, dann hast du 400 Leute. Und du hast nur 2 Mitarbeiter. Dann sagen wir einfach mal 400 Leute, 2 Mitarbeiter, umbuchen. Wie lange dauert eine Umbuchung? Tja, das dauert, also wenn es ganz gut läuft, vielleicht 5 Minuten. Aber nur, wenn es wunderbar läuft. So, dann lass uns einfach mal glauben, dass es gut läuft. Weil die Flüge werden ja wahrscheinlich frei. Nein, die Leute kriegen ja auch teilweise als Flüge 4, 5 Tage später genannt. Oder auch Merkwürdigkeiten, dass wenn man von Frankfurt nach München fliegen möchte, dass man über London geht, was für mich dann etwas sinnbefreit ist, aber Leute machen das. Da kommen wir übrigens gleich beim nächsten Thema dazu. Ja. So, dann hast du 400 Leute ab 5 Minuten. Das heißt also, du kannst da in der Stunde, ja, wie viele Leute kannst du in der Stunde abfertigen? 12. So, und dann mit 2 Leuten sind das 24. Und du hast aber vor dir, wie viele Leute stehen. Das 400, geht doch gar nicht. Das geht auch gar nicht. Dass die Flüge dann ausfallen, das war ja auch von mir jetzt nicht so als wirklich ernst gemeinte Alternative in den Raum gestellt, sondern sollte ja auch ein gewisser Sarkasmus sein, wenn ich dann lese, aber da kommen wir ja auch schon wieder zu den nächsten Themen, ja, dann die Strecken innerdeutsch, die dann mit der Bahn gefahren werden sollen, will man die Leute auf die Bahn umbuchen. Ja, hallo. Ich weiß nicht, wer von den Verantwortlichen das letzte Mal mit der Bahn gefahren ist. Dort ist das Chaos scheinbar ja noch größer. Also ich bin ja nur leidgeprüftes Opfer der Deutschen Bahn. Da ist bei meinen letzten 10 Zügen nicht ein einziger 100%ig pünktlich gewesen. Oder es herrschte irgendwelches anderes Chaos. Ersatzzüge, keine Sitzplatzreservierung mehr. Das mag ja alles mal gehen, aber jetzt stell dir vor, du kommst vom Langstreckenflug, hast 2 große Koffer, deine Sitzplatzreservierungen sind weg und dann sollst du da stundenlang im Zug stehen, wenn du Pech hast, weil die Züge ja auch völlig überfüllt sind. Dieses Land, was hier im Moment verkehrstechnisch passiert, infrastrukturmäßig, Flüge, sowohl auch Züge, das spottet jeder Beschreibung. Also ich glaube, das läuft in jedem afrikanischen Land besser. Es ist einfach erbärmlich, um es mal ganz deutlich zu sagen. Gut, ich meine, man ist davor im Ausland auch nicht gescheit. Tim Clark zum Beispiel, als er von der AGM nach Berlin geflogen ist, hat ja auch keinen Flug in Doha fast gekriegt. Der Flughafen war voll, er kommt in eine überfüllte Lounge rein. Carsten Spohr wollte von Doha weiter nach Singapur, er hatte da auch keinen Flug gefunden. Er wollte mit seiner Familie nach London fliegen vor nicht allzu langer Zeit und hatte 10 Optionen. Die vorletzte ist es dann gewesen. Ich meine jetzt mal unter uns Hausfrauen, wenn der CEO einer Fluggesellschaft mit eigentlich der Macht, jeden rauszuschmeißen, danke für nicht rausschmeißen, Carsten Spohr, da erst auf der zweitletzten Variante rauskommt, ist schwierig und daran sieht man, was das Problem ist. Aber eine Sache, bevor wir die Kurve zur neuen Thematik aufkriegen, ist folgende. Bayern, Freistaat Bayern, da ist kein Chaos und kein Stau. Warum? Ganz einfach, weil in München am Flughafen die Sicherheitskontrolle eine Art heiliger Gral war, dadurch, dass die Leute im bayerischen Landen sind in einer Firma, die nach Tarifvertrag bezahlt. Das heißt also, sind irgendwie halb verbeamtet und öffentlicher Dienst. Und darum hat man halt auch eine geringe Fluktuation. Wenn man den Leuten zugehört hat am Düsseldorfer Flughafen, mein neuer Freund von der Verdi, der Langhaarige, den du ja öfters jetzt siehst im Fernsehen, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, überall sieht man ihn. Also ich habe das Gefühl, er fährt mit der Bahn immer permanent hinterher. Lustig Kerlchen, aber er hat recht. Auch wenn ich die Verdi immer so ein bisschen belächle. Er hat einfach recht damit, dass er sagt, die Leute haben doch damals vor 2 Jahren keine Perspektive mehr gesehen. Und deshalb ist man abgewandert. Und in Bayern war es nicht so, weil da die Perspektive war, hey, wir zahlen durch. Der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes hat einfach dafür gesorgt, dass die Leute in München, Nürnberg, Memmingen absolut da durchkommen. Natürlich haben sie ein paar
Corona-Krankheitsfälle, paar oder ein paar mehr oder sowas, aber sie sind halt nicht schon auf Kante genäht, wobei man ja in Düsseldorf gar nicht sagen kann, dass die auf Kante genäht sind, die sind noch weit weg von der Kante, die sind einfach unterbesetzt. Und ich hatte mich vorgestern in Berlin unterhalten an der Sicherheitskontrolle und die Dame hatte mir das echt bestätigt, weil ich sagte, wenn du morgens zur Arbeit kommst und du guckst dir die Schlange an und die wird nicht kürzer, das ist für dich psychologisch gesehen einfach scheiße. Und die Leute arbeiten 6 Stunden ohne Pause. Kannst du dir das vorstellen? 6 Stunden. Und die werden von Leuten bespuckt, beleidigt und. Also natürlich macht das keiner gerne mit. Und deshalb nochmal mein Hinweis an alle Vielflieger-Kolleginnen und Kolleginnen. Seid lieb zu denen, die können da auch nichts für. Auch bei Eurowings am Schalter, die 2 Leute, ich weiß nicht, ob es Wiesack oder wer es ist, die können auch nichts dafür, oder Mario? Nee. Nein, im Grunde muss man die ja loben. Das sind ja die, die da sind und versuchen, das Chaos in irgendeiner Art und Weise zu minimieren. Letztlich beschimpfen müsste man die, die nicht da sind, aus welchen Gründen auch immer, was natürlich auch unfair ist. Aber nein, die Leute, die tatsächlich vor Ort sind, die müsste man ja auch noch loben dafür, dass sie versuchen, das Chaos klein zu halten. Und ja, man muss sagen, der Münchner Flughafen ist tatsächlich die Insel der Glückseligen, was das angeht. Und das hat Gründe, du hast sie aufgeführt. Und ich hatte ja neulich mal per Zufall das Glück, mit dem Kommunikationschef des Münchner Flughafens zu reden. Und man ist da eigentlich auch sehr, sehr froh über diese Situation, weil man dort mit den Mitarbeitern anders umgeht. Und das sollte vielleicht mal Vorbild auch für andere Flughäfen sein. Und Carsten Spohr merkte das ja neulich auch an. Ja, man darf das alles nicht über einen Kamm scheren, weil in München würde es relativ gut laufen. Und da muss man dann auch mal von unserer Stelle loben, wo Lob angebracht ist. Münchner, macht einfach weiter so. Von München lernen heißt Sieben lernen. Genau. Insofern kein schlechter Gedanke. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, dass natürlich als die Bundespolizei, wann war es? 99, 97 oder sowas, da privatisiert worden, oder 93, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, auf jeden Fall in den 90er Jahren privatisiert worden, da hat man ja versucht, Geld zu sparen, aber das Geld spart man auch nicht, weil am Ende des Tages ist es teurer. Und jemand sagte auch, dass die ganzen Firmen, die da gewinnorientiert Sicherheitskontrolle machen, und wir sind jetzt natürlich etwas von dem Lufthansa-Thema abgekommen, weil die Lufthansa hat natürlich nichts an der Sicherheitskontrolle an Einfluss. Nein. Im Gegenteil, sie sind ja auch Opfer an der Stelle, aber an anderen Stellen sind sie halt Aggressor, um es mal ganz klar zu sagen. Ja, ist doch so, muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen. Ja. Und das ist halt in meinen Augen das Dilemma, dass da halt gespart worden ist und jetzt ist es am Ende des Tages teuer wie so oft. Man braucht ja nur Gasnetz, Wassernetze von den Städten. Also alles, was man verkauft hat als Gemeinde, kommt jetzt doppelt und dreifach zurück, also insofern an Kosten. Kurzzeitige Gewinne. Aber lass uns zum nächsten Thema gehen. Und das ist halt das Thema mit kurzzeitigen Gewinnen, wenn es um die EU-Verordnung 2004 geht, und zwar 261/2004. Die Lufthansa ist einer der Lieblingsziele von Kunden, wenn es um Gerichtsverhandlungen geht. Und zwar ganz einfach deshalb, weil die Lufthansa zu einer Fluggesellschaften gehört, die mit jedem Quatsch versuchen, da rauszukommen. Und wenn man sich das anguckt, die annullierten Flüge von der Lufthansa, aus welchen Gründen auch immer, die meisten sind doch gefühlt Personalmangel, aber das ist ja nicht mein Problem. Dann muss man halt einen Ersatzflug anbieten und diesen Ersatzflug freiwillig auch auf einer anderen Fluggesellschaft. So sieht es die EU-Verordnung durch und die Lufthansa macht es einfach nicht. Wenn man einfach guckt, wenn die Leute halt durch die halbe Republik gekarrt werden, um da zu fliegen. Es gibt eine Zahl übrigens von gecancelten Flügen, die Anzahl, also die daraus resultiert haben bei den Flugrechtsportalen, 372 im Juni 2019. In 2126 sind es mittlerweile die 6-fache Menge diesen Monats. Warum? Ganz einfach, weil die Leute halt einfach gar nicht mehr der Lufthansa vertrauen, dass sie zurückzahlen. Und das meinen Augen leider zu Recht. Was sagst du dazu, Mario? Ja, als Betroffener kann ich das
kann ich das nur bestätigen. Ich hatte ja auch Probleme, wobei es jetzt nicht mit der Lufthansa ging, sondern mit der Swiss, der Tochter. Ohne das Einschalten eines Rechtsanwalts hatte ich hier seinerzeit ja auch große Probleme, das Geld zurückzubekommen. Am Ende hat es geklappt, aber das ist für den Ruf einer solchen Airline sicherlich eher sehr abträglich. Ja, auch was ich als problematisch empfinde, ist halt ganz einfach, wenn du diese standardisierte E-Mail bekommst. Und du hast ja auch schon bekommen, da kannst du im Prinzip nur annehmen oder ablehnen. Und wenn du ablehnst, in Anführungsstrichen, dann erstatten die Knete. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Ja. Die müssen ja einen Ersatzflug geben. Weil was ist denn das Problem? Ja. Du hast einen Flug jetzt vor 6 Monaten gekauft für diesen Juno. Und der kostete, ich sage einfach mal 300 Euro, unabhängig jetzt, wohin das geht. Du kriegst diesen Flug doch jetzt entweder gar nicht mehr, aber zumindest schon mal gar nicht für 300 oder für 600 Euro. Der kostet wahrscheinlich Tausender. Weil ich wollte nämlich nach Athen fliegen, als Speaker, 1000 Euro Hin- und Rückflug. In der Economy. Ja. Ich rede über Economy Class. Also insofern, es ist einfach nicht normal. Und das ist halt einfach das, wo die Fluggesellschaften wirklich in meinen Augen was tun müssen. Und wenn man sich einfach die AGM, also die, das große Meeting von den Luftfahrtmanagern in Doha anguckt, 100 Stück waren da ja an der Zahl ungefähr, dann ist das doch so, dass die sich da gefeiert haben. Qatar Airways hat ja Jennifer Lopez einfliegen lassen, die ja angeblich zwischen 1 und 5 Millionen kostet für einen privaten Gig. Gab einige Fluggesellschaften, die sich auch darüber beschwert haben. Ist halt so, dass diese Qatar-Show einfach komplett diametral zur Realität steht. Ja? Das heißt also, dass du als Verbraucher da mit deinen paar Kröten guckst, wo du bleibst. Und die fangen da an, auf solche Veranstaltungen Geld rauszuhauen wie die Hammerkranken. Das ist einfach etwas, was in meinen Augen nicht funktioniert. Auch hier müssen wir wieder auffordern, kommentiert, was ist euch passiert? Habt ihr von Fluggesellschaften Ersatzflüge angeboten bekommen oder nicht? Wie ist es euch ergangen? Musstet ihr für euer Recht kämpfen? Dr. Matthias Böse kann ich an dieser Stelle nur empfehlen. Er hat ja auch seinen Blog recht eindeutig. Recht-eindeutig.de, so ist es ganz genau richtig. Und da schreibt er ja auch über solche Fälle, wo die Lufthansa gerade mit dieser E-Mail, vor allem wenn Leute sich nicht melden, auch Schindluder treibt. Warum muss ich mich melden? Ich meine, was ist denn das? Also nach 14 Tagen, ich meine, sorry. Ja, es geht gar nicht. Ne, steht nirgendwo, dass ich das muss. Was ist denn das für ein Quatsch? Also insofern direkt weitergesprungen zum Lufthansa-Thema, wo man natürlich dann direkt wieder Gas geben muss. Und das ist der Elefant im Raum, Mario. Skytrax 5 Sterne war gestern, habe ich gestern getitelt. Heute ist 4 Sterne. Einige haben sogar geschrieben, Lufthansa verdient noch nicht mal 3 Sterne. Was ist dein Take auf dieser ganzen Veranstaltung? Drei Sterne ist dann vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Du hast es ja, oder wir haben es ja auch relativ häufig besprochen, die 5 Sterne hatte man ja seinerzeit bekommen mit der Voraussage oder mit der Ankündigung einer neuen Business Class, die dann die Lufthansa in die Lage versetzen sollte, eine echte 5-Sterne-Airline zu sein. Und diese Business Class ist bis heute nicht an Bord und insofern ist das mehr als gerechtfertigt, dass die Lufthansa jetzt eine 4-Sterne-Airline ist. Ich würde es auch nicht wirklich so als Herunterstufung ansehen. Es ist einfach eine neue Bewertung. Und das heißt ja nicht, dass das in Zukunft nicht mal wieder eine 5-Sterne-Airline werden kann. Aber ich glaube, bei Lufthansa selber weiß man schon, dass mit den vorhandenen Produkten, außer vielleicht in der First Class, man nun wahrlich keine 5-Sterne-Airline ist. Alleine mein berühmtes Beispiel, die 747-400 mit 3 Business-Class-Sitzen in der Mitte, wo der in der Mitte entweder links oder rechts rüber hüpfen muss. Ja, das ist einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und ich bin jetzt aber nicht derjenige, der darüber großartig lästern will und sagen, also ich finde, die Lufthansa hat ein solides Produkt. Ich kann mich eigentlich nie beschweren. Service an Bord ist eigentlich immer völlig akzeptabel. Und
Insofern 4 Sterne sind auch okay. Und wir werden mal abwarten, was die Lufthansa uns so in der nächsten Zeit zu bieten hat. Es sollen ja große Dinge passieren und wir warten es mal ab. Ich habe das Bild zwischendurch eingespielt von der 747-400 mit dem 5-Star-Hansa-Bild, wo du gerade von der 747 geredet hast. Das hat sich sehr gut eingespielt und angeboten in dem Moment. Aber wenn wir uns das einfach mal angucken, du sagtest ja, dass die Lufthansa die 5 Sterne nie eigentlich hatte, weil sie nie mit dem Produkt in der Luft war. Aber ich finde einfach, dass ein Produkt durchgängig 5 Sterne sein sollte oder 4 Sterne sein sollte. Und das ist die Lufthansa nicht. Das Economy-Class-Angebot ist, wenn man auf der Konstrecke geht, durchwachsen. Buy on board funktioniert mehr schlecht als recht. Warum? Ganz einfach deshalb, weil ich bei anderen Fluggesellschaften, da schaue ich einfach nach Riga bei Air Baltic, wenn ich ein Essen haben will, das einfach vorbestelle. Und ich habe es bis jetzt immer bekommen. Immer. Ja? Ja. Bei Lufthansa kann ich das nicht, da bin ich einfach davon abhängig. Abends machen sie dann halt den Fressbeutel, um das zu verkaufen und das geht in meinen Augen gar nicht. Dann, wenn wir bei der Business Class Cont weitergehen, diese Sitze, ich verstehe das natürlich, dass man bei den Sitzen flexibel bleiben möchte und dass man bei den Sitzen einfach sagen möchte, ich möchte nach vorne oder nach hinten verschieben, finde ich allerdings auch nicht Business Class würdig und auch nicht 4 Sterne würdig, das ist 3 Sterne. Nichts gegen die Sitze, aber es ist halt keine Business Class. Das muss man halt einfach sagen. Die Amerikaner nennen sowas zwar First Class, aber die haben auch zumindest andere Sitze drin in der Bude. Das ist in meinen Augen das Thema. Wenn wir dann auf die Langstrecke gehen, Premium Economy, ja mai, okay, kann man so sagen. Economy Class, ja, okay, auch auf der Langstrecke einfach semi. Aber Business Class ist eine komplette Katastrophe mit 3 Sternen. Der Sitz ist eine Katastrophe, ist nicht zeitgemäß, ja. Da gibt es gar nichts. Ob das jetzt 4 Jahre oder 5 Jahre zu spät ist, weil sie mit den Sitzen gewartet haben für die 777. Ja, was ist mein Problem? Die haben sie einfach nicht. Deshalb ist das, was man hat, einfach zu bewerten. Und ich glaube einfach auch, dass der Sitz, der jetzt kommt, auch wenn er einige Features hat, die relativ cool sind, und ich spekuliere da auf diesen extra langen Sitz mit 2 Metern irgendwas, ja. Aber die Mitbewerber sind weiter. Die machen jetzt mittlerweile alle die Kabine zu. Selbst British Airways, KLM, die machen alle zu. Ja, Lufthansa, pff, ja. Keine Ahnung. So, und dann kommt die neue First Class. Ja, natürlich, aber du musst halt auch das Ganze in die Luft kriegen und nicht nur davon rumlabern, weil das wäre ja dann auch so, als ob ich zur Lufthansa sagen würde, hey Lufthansa, ich mache nächstes Jahr bei euch mindestens 600.000 Meilen. Da müsste Lufthansa mir ja alleine schon für meine Ankündigung die Horn-Circle-Karte geben. Ja. So ist es. Und dann nach 5 Jahren stellt man fest, naja, der Lars hat die 600.000 ja bis heute noch nicht mal in allen Jahren zusammen abgeflogen. Dann wird man... Na, den gibst du sie halt wieder zurück. Genau. Also ich meine, ist das nicht ein Vergleich, den man ziehen kann? Ja, so ein bisschen schon, ohne Frage. Kann man sicherlich. Aber... Warten wir es mal ab. Es wurde ja auch gesagt, dass der neue Business-Class-Sitz immer weiterentwickelt wird, wie er dann am Ende aussieht. Wir dürfen sehr gespannt sein. Vielleicht hat er ja dann auch mehr Privatsphäre und kann, wie bei den Kollegen von British Airways, auch zugemacht werden. Als Dankeschön hat die Lufthansa die Preise ja erhöht, bis zu 100 Euro auf der Langstrecke. Die Austrian Airlines ist jetzt nachgezogen. Annette Mann, die Statthalterin der Lufthansa AG, die ich eigentlich sehr persönlich sehr nett finde, also ich weiß nicht, fand ich jetzt ein bisschen gemein, in einem der Beiträge zu dem Thema war halt, wo sie als Statthalterin, das klingt für mich immer so ein bisschen despektierlich, aber auf jeden Fall hat sie halt die 100 Euro ins Spiel gebracht, auf der Langstrecke angehoben werden und dann hatte sie bestritten, dass man bei der Austrian Airlines einen Personalmangel hat. Mindestens 150 Flugbegleiter sind allerdings der Auer regelrecht davongelaufen. Warum? Ganz einfach wegen der Kurzarbeit und weil man sich das Leben nicht mehr leisten konnte, war ein Originalzitat. Und wenn das jetzt weitergeht, ich zitiere jetzt mal aus der Austrian Wings, das ist auch ein Fachblatt aus Österreich, wo eine langjährige Flugbegleiterin ausgesagt hat, hätte ich fast gesagt, Zitat, uns geht der Arsch vor allem an der Kundenfront täglich auf Grundeis. Dabei steht uns die Hauptreisezeit erst noch bevor und unser Management stellt sich allen Ernstes hin und behauptet, es gebe keinen Personalmangel.
Bei so viel Unsinn weiß man schon nicht mehr, ob man lachen oder weinen soll. Zitat Ende. Mario, was sagst du dazu? Ich möchte das eigentlich gar nicht kommentieren. Spricht für sich irgendwie. Das ist schon alles ziemlich heftig. Ich finde es auch, klar, Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Nachdem wir am Anfang über Chaos beim Check-in auf den Flughäfen gesprochen haben, jetzt auch noch die Preise zu erhöhen, mir fehlen da so ein bisschen die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Service wird immer mieser, aber dafür immer teurer. Also das geht einfach gar nicht. Also unfassbar. Ja, anscheinend ist das leider so. Und deshalb haben wir für euch noch am Ende des Tages einen Dealzone-Alert-Alarm. Und zwar gibt es eine geile Rate von Lufthansa, aber mit Etihad nach Abu Dhabi. Wie sieht der Flug aus? Amsterdam und dann nach Zürich zum Beispiel oder nach halt nach Zürich und dann weiter nach Abu Dhabi und zurück. Und das Ganze kostet unter 1.000 Euro. Aber ist jetzt zu beachten für alle Meilen-Junkies, Problem. Dadurch, dass das zweite Leck und dann das dritte Leck wieder mit Etihad ausgeführt wird, ist das leider jetzt nicht wirklich meilenfreundlich. Also man wird nicht viele Meilen dafür bekommen. Man bekommt Meilen für das Leck mit der Swiss natürlich. Da sind dann in der P-Klasse 750 oder 938, die man mit Executive Bonus bekommt, das FTL, Senator oder Horn Circle. Aber für die anderen Codecheck gibt es da nicht wirklich was. Und wenn man halt guckt, müsste man das eigentlich sammeln bei Etihad Guest. Und ansonsten sehe ich bei Lufthansa leider schwarz, weil das halt einer der Codecheck-Flüge ist, die keine Meilen bringt, zumindest laut meiner Recherche. Aber 980 Euro nach Abu Dhabi ist doch schon mal ein geiler Preis, wenn man überlegt, zwischen Januar und Februar, März dahin zu fliegen, 6 Tage Aufenthalt. Geil, oder? Das ist ein guter Kurs und die Business Class ist ja auch nicht zu verachten von Etihad. Also insofern, wenn es jetzt nur darum geht, günstig mal Business Class in die Region zu fliegen und man auf Meilen nicht so viel Wert legt, dann ist das, finde ich, ein ziemlich gutes Angebot. Ja, vor allem mit der 787. Also ich finde die Business Class da relativ tippitoppi. Also es ist jetzt nicht verkehrt. Was auch nicht verkehrt ist, ist uns zu liken, uns zu kommentieren. Ja, macht unsere Spalte mit der Kommentarspalte voll. Gestern haben wir ja wirklich viele Kommentare zu dem Thema Lufthansa 5 Sterne bekommen. Heute hoffen wir, dass wir euch auch bei dem Lufthansa Group Update mal so ein bisschen andere Themen aus der Lufthansa Group Sicht gebracht haben als Standard. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, damit ihr keinen Beitrag verpasst. Und natürlich, ja, es ist bald wieder Monatsanfang. Dann gibt es natürlich wieder neueste Informationen aus der Welt der Meilen-Highlights. Ich habe sie bekommen, ich habe sie hier. Ich bereite es für euch vor. Ich muss mal gucken mit Mario, wann wir das aufnehmen. Vielleicht nehmen wir das auf, wenn es nicht mehr so lecker warm ist. Aber wir haben ja heute 26, also noch ein bisschen hin. Ja. Freitag ist, glaube ich, der 1. Juli. Haben noch ein paar Tage Zeit. Ja, in dem Sinne, schönen Restsonntag, viel Spaß, tatut allure und bis dann. Wir sind nochmal raus. Bis dann, ciao.